Alba Inox mit einem unaussprechlichen Namen. Was das Billigmesser kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survivor Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses unaussprechliche Messer, ich weiß gar nicht, wurscht. Das halt, dieses günstig Teil, und ich habe das hergeholt und habe es auch in den Shop aufgenommen, weil ich es für diesen Preis im Preis-Leistungs-Verhältnis ja absolut in Ordnung finde. Also ich komme jetzt gerade aus dem Wald, deswegen mache ich das Video jetzt gleich und mag gleich meine Erfahrungen mit diesem Ding hier teilen. Ich habe es jetzt seit 2 Wochen da und immer wieder mit rausgenommen und damit herumgespielt, und es ist ab Werk sehr scharf und lässt sich auch gut nachschärfen. Ich glaube, dass das steht nicht drauf, aber ich glaube, dass das ein 440er Stahl ist. Es ist recht bissig, ja, dafür, dass es so ein günstiges Teil ist, weil es kostet wirklich nur ein paar Euro. Ja. Ich schätze, dass das in China produziert wurde. Ich weiß es aber nicht, aber ich bin mir sehr sicher. Man kann gut damit arbeiten, und warum ich es, also man kann sehr gut damit arbeiten, sehr gut damit schnitzen, aber warum ich es ins Sortiment genommen habe, 2 Gründe. Erstens für unsere deutschen Freunde, da komme ich gleich, aber für alle Menschen auf dieser Welt, der Griff liegt wirklich gut in der Hand. Wirklich, der Griff ist wirklich gut in der Hand. Und das erinnert mich so ein bisschen an dieses Les Stroud Messer, das ja grundsätzlich nicht so schlecht wäre, nur diese Feuerstahlbedienung war einfach ein Chaos. Das ist hier anders, aber das sehen wir auch gleich. Also es tut alles, was es kann. Es ist ein Liner-Lock, und dieser Liner-Lock, wenn du dir den anschaust, der geht so, der Lock geht ein bisschen, diese Verriegelung geht ein bisschen weiter raus, aber nicht so weit raus, dass es wirklich weh tut. Ja? Und ich bin da sehr sensibel auf das Thema. Ich meine, natürlich, man spürt ihn schon, aber das ist nicht so arg, wie ich das von anderen Dingen kenne. So, das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, das ist 42A konform. Sage ich zumindest, dass es keine Rechtsberatung ist, aber irgendwie schaut das aus wie ein normales Taschenfeitel. Aber das Schöne ist, ganz zigarrenkonform. Link findest du unten in meinem Shop, ist also ein wirkliches Billigteil eigentlich und kann aber einiges. Die Bedienung des Feuerstahls ist auch möglich. Das ist zwar nur an einer Stelle wirklich vernünftig machbar, und zwar in dem vorderen Bereich hier. So, da, in diesem vorderen Bereich hier. Geht gut. Hui, es geht wirklich gut, das ist fein. Und kann ich also empfehlen, kann man auch bushcraftig und survivalistisch verwenden. Einzige, was man nicht so taugt, ist das hier, diese Rampe, ja, die geht mir einfach am Wecker. Wie gesagt, ich war jetzt gerade im Wald, ja, und habe damit rumgespielt und habe damit geschnitzt. Das ist halt etwas, was ich nicht leiden kann, weil das mit der Zeit reindrückt. Wenn du aber weiter vorgreifst, dann da vorne, da geht das dann wieder. Aber das würde ich mir gerade wünschen, und dann wäre es echt fett. Ja? Aber gut, man kann natürlich nicht alles haben im Leben. Was nicht gegeben ist, also dieser Teil hier, diese Ausnehmung, die ist nett. Es ist zumindest bei meinem Exemplar hier die Klinge relativ weit nach vorgezogen. Das heißt, man kann da wirklich vernünftig reingreifen, so ganz leicht. Man muss aber vorsichtig sein, wenn man ganz feine Sachen machen will. Aber das ist wirklich, ja, ich glaube, das ist nicht so gewollt. Jetzt möchte ich noch dir zeigen, wie das Klingenspiel ausschaut vor meinem Test. Geht schon ein bisschen hin und her. Ich habe aber auch schon damit gespielt. Ich habe es jetzt ungefähr 2 Wochen da. Auch ein bisschen. Das heißt, man könnte nachziehen jetzt schon langsam, ein bisschen mit dem Torx. Aber ich habe auch schon damit rumgespielt. Spielen wir damit gemeinsam. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen hacken und ein bisschen den Liner-Lock und die ganzen Sachen und anschauen. Ich passe hier auf. Ich halte Daumen und Zeigefinger so und nicht so drüber. Wenn es einklappt, dann wird der Sieger gut wehtun. Ja. Ich meine, das ist ein Buchenscheitel, ein Teil davon. Und ich meine, wer macht sowas mit so einem Messer? Ja, außer ich und andere Verrückte. Aber es soll ja einfach nur ein Test sein. Und funktioniert noch alles wunderbar, so wie es sein soll. Dann machen wir da ein bisschen Patronieren. So, und dann Liner-Lock-Messer patronieren. Reini, dass dich nicht schämst. Und das mache ich alles nur für die Wissenschaft. Nur für die Wissenschaft, wirklich, ja. Niemals würde ich das in der Realität. Aha, da ist jetzt der Liner-Lock aufgegangen. Hast du gesehen? Aha, so. So, nochmal raus. Da ist jetzt aufgegangen. Das macht das ja nur für die Wissenschaft. Ja? Nur für die Wissenschaft. Was soll es beweisen? Nix. Einfach, weil es Spaß macht. Ich habe mit dem Messer im Wald auch schon rumgespielt.
Und ja, jetzt merke ich auch langsam schon ein bisschen das Spiel. So, rastet aber immer noch schön ein. Einmal ist keinmal, machen wir gleich nochmal. Ja, da geht es dann auch. Und die Belastung ist natürlich auch irre. Ja, aber ich finde trotzdem, das ist absolut in Ordnung. Und das ist ja ein Beginnermesser, ein Anfängermesser. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass man damit Brachialgewalt, das ist ja kein Cold Steel Ratscher, also wenn, da habe ich auch einmal einen Review gemacht, das ist ja natürlich eine ganz andere Liga. Link findest du oben, ja, schau da an, müsste jetzt gerade aufgegangen sein. Da will man so herumhacken und so herumhauen, aber nicht bei sowas hier. Also das ist jetzt rein akademisch gewesen, nur für die Wissenschaft. Und ja, und das ist ein Buchenscheitel insgesamt. Also auch die Locken, die man da rausmacht. Ich weiß, dass man schönere Locken aus weicheren Holz, aus Fichten, aus Pappel, aus Weide machen kann. Das ist mir alles bewusst, ich weiß das wirklich. Aber das ist ein Buchenscheitel und ich mache das mit so einem Billigsdorfer-Teil, das auch schon ein bisschen angenommen habe. Also ich bin wirklich nicht unzufrieden damit und ja, insgesamt einmal ein guter Eindruck. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das Messer ist für diesen Preis absolut in Ordnung. Ich meine, natürlich gibt es bessere Messer, aber es gibt auch teurere Messer, die nicht wirklich besser sind. Auch wieder so philosophisch. Ja, aber es ist wirklich so. Man kann alles damit tun, was man mit so einem normalen Messer machen mag. Und wenn man was anderes will als diesen klassischen Opinel-Stil, der natürlich auch super ist zum Schnitzen. Ich meine, Opinel mit dem balligen Anschliff, das ist total super. Aber das ist auch nett. Und wer was anderes will, mal was anderes oder tatsächlich was anderes mit so einem Gummigriff, so survivalmäßig, ja, der ist mit dem ganz gut bedient. Also wenn es dich interessiert, Link findest du unten in meinem Shop, schaust dir ganz einfach an. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir mal einen Kommentar bieten, was hältst du davon, was hältst du überhaupt davon, mit günstigen Messern einzusteigen? Sag uns da deine Meinung, das wird mir sehr interessieren und wahrscheinlich auch all die anderen Kommentarleser. Daumen nach oben mag ich dir bitten. Abo, wenn es das erste Mal hier bist, da geht es zu meinem Kräuterkanal, ein paar andere Videos zum Anschauen und der Link zum Produkt. Danke, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Ciao.